Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen System Shock auf der PS5 anspielen, gibt es als PS5 und als PS4 Variante im PSN. Das muss ich selber drücken, ich dachte, da kann man nicht gedrückt halten. Immer nur auf 65%. Alles andere lassen wir so. HDR hat's nicht. So, zum Beispiel. Standard, du bist nie alleine. Deine Gegner sind zahlreich und haben es. Protokoll verfolgen dich während du Wesen bei angreifst. Cyberwesen, Rätsel macht dich bereit, das Hirn zu zermarten. Versuchen wir mal Rätsel. Achso, ne, wir können hier die Schwierigkeit einstellen. Kampf. Es gibt weniger Feinde. Wir schrauben jetzt mal runter. Ich bin nicht der Shooter-Fan. Rätsel auch mal nicht so stark machen. HDR hat es nicht, habt ihr gesehen. Kann ich selber steuern? Ah, mit. Da kann ich überspringen, okay. Jetzt kann ich selber. Ein bisschen weich die Steuerung. Das soll eine Konsole sein. Game Break. Sieht ein bisschen aus wie Frontschweine. Kennt auch keiner mehr das Spiel. Ah, hier ist der Ausgang.
Mist, ich habe jetzt nicht gelesen. War so viel, was ich machen soll. Ach ja. Da bin ich rein. New Atlanta. War nicht so viel. Man ja zocken. Das Steuerkreuz ist mir zu weich. Meine Frau ruft an. Moment. Jawohl. Ja. Ja. Muss ich bohren? Machen wir morgen dann. Ja. Müsste ich noch haben, muss ich in meinem Werkzeugkasten gucken. Ja. Du müsstest, war da aber mit bei beim Kratzbaum. Ja. Weißt du wieder nicht wo? Ja, das ist klar. Ja, ist klar. Ja, lass uns updaten. Dann bricht es ab und dann muss ich mich morgen um den Laptop kümmern. Okay. Ja, tschüss. Tschüss. Such schon mal Dübel und Schrauben raus. Ja? Ich such Dübel und Schrauben raus. Ja, okay. Bis nachher. Ja. Um 4:40 Uhr, ja? 4:40 Uhr, jawohl. Okay, tschüss. Tschüss. Ich muss den Kratzbaum den morgen an die Wand befestigen. Weiter, Sprint.
schon ein bisschen besser. Warte, nee, ist genauso. Das ist zu weich. We got someone. Deploy 2-4601. I'm Rebecca Lansing, a counter-terrorism officer to the Tri-Optimum. Here's the situation. Our scans for Citadel Station show biological outbreak is in progress. Blackout and Showdown is unresponsive. And worse yet, the mining laser is charging for a potential strike on Earth. Nathan Darcy has an office on the medical level from Central Hub. If he's alive, he'll bring the situation under control. I'll contact you through military neural implants soon. Lansing out. Wo sind das jetzt alle hin, die Karte? Also ich finde die Steuerung ist ziemlich weich. Das stört mich.
Bis jetzt reißt es mir noch nicht so direkt vom Hocker. Ich kann nur die Steuerung nicht einstellen. Das ist mir viel zu weich. Steuerung. Hat dann Requests zu speichern. Ja, jetzt ist es wirklich schon ein bisschen besser. Vier, fünf, eins. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage. Today is the sixth day of November, 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites. And level 7 is systems engineering. Level 8 houses the Department of Security. The bridge is located on level 9 and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. Station.
Das ist so oldschool, das Spiel. Dass es auf irgendeine Art wieder cool ist. Aber cool gemacht, aber er dreist mich halt nicht vom Hocker. Ja, die sollen halt pixelig aussehen, dass er halt das alte im neuen Gewand sozusagen ist. Auch hier soll es alt so sein. Fett. Also ich würde jetzt hier hoch nach fast 30 Minuten Schluss machen. Es reißt mich halt nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Es ist so in einer Art cool, damit es halt ein bisschen retro-mäßig im neuen Gewand, aber es reißt mich halt jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich vom Hocker, muss ich sagen. Bin momentan sowieso ein bisschen spielfaul, mich reißt nichts vom Hocker, irgendwie ist gerade Flaute. Kommt auch nichts Neues vernünftig, wo man sagt, ey, also bis jetzt habe ich noch nichts gehabt, weil ich gesagt habe, Mensch, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe zwar ein paar schöne Spiele gehabt, aber irgendwie haben die alle irgendwas, was auch noch ein bisschen fehlt irgendwie. Ja, ist schwer zu beschreiben. Aber reißt mich jetzt nicht so vom Hocker, wie ich es erhofft habe. Es macht Spaß, klar, aber es ist wieder eintönig. Du läufst rum, machst welche Platten. Aber, und die Grafik, ja. Man muss drauf stehen. Aber mich reißt es jetzt halt gerade in dem Moment nicht vom Hocker. Da spiele ich lieber ein kleineres Spiel, irgendwelche kleinen süßen Spiele. Aber reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Aber es macht Spaß. Und wenn man die Steuerung runterdreht, die Empfindlichkeit, dann ist es auch auszuhalten, weil vorher war es einfach viel zu schnell. Bei 50, das ist mir nichts. Ich bin alter Mann, ich brauche da ein bisschen Ruhe. Ich brauche langsam rüber und nicht, dass ich gleich eine halbe Drehung mache. So, nichtsdestotrotz. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.